Zieh an, was du willst. Willkommen zu dieser geführten Meditation zum Manifestieren. Wenn du diese Meditation regelmäßig hörst, wird sich deine Wahrnehmung und dein Unterbewusstsein so verändern, dass du dir ganz mühelos das Leben deiner Träume schaffen kannst. Vielleicht willst du dich beruflich verändern, du wünschst dir eine feste Beziehung, du hast Wünsche und Ziele, was deine Gesundheit und deinen Körper angeht, du möchtest ein neues Projekt starten oder du bist einfach nur unzufrieden mit deiner Lebenssituation und möchtest dir ein ganz anderes Leben manifestieren. Was genau ist dein Wunsch oder dein Ziel, das du manifestieren willst? Alles ist möglich. Was du zum Manifestieren brauchst, ist einen intensiven Drang, diesen Wunsch Realität werden zu lassen. Du musst ehrlich glauben, dass es irgendwie möglich ist und du brauchst Geduld und Ausdauer. Wenn du dann über einen längeren Zeitraum regelmäßig darüber meditierst, dann kannst du all deine Wünsche und Ziele in dein Leben manifestieren. Deshalb empfehle ich, diese Meditation mindestens 2 Wochen lang einmal täglich zu hören. Jetzt such dir einen ruhigen Ort und mach's dir bequem. Und wenn du soweit bist, dann schließ deine Augen. Atme mal tief durch und komm zur Ruhe. Atme ganz ruhig und gleichmäßig in deinen Bauch hinein und entspann dich. Was genau ist dein Wunsch? Versuch ihn mal im Geiste zu formulieren. Und jetzt lass diesen Wunsch einfach mal so stehen. Lass ihn einfach mal auf dich wirken. Dein Wunsch, dein Ziel ist absolut realistisch, absolut machbar. Und du hast es verdient, glücklich und zufrieden zu sein. Es kann motivierend sein, anderen Menschen von deinem Wunsch, von deinem Ziel zu erzählen. Aber manchmal ist es besser, erstmal niemandem davon zu erzählen, um den Wunsch vor Spöttern und Pessimisten zu schützen. Du gestaltest dein Leben und in dir steckt so viel mehr Power, als du denkst. Wenn du bereit bist, dich voll darauf einzulassen, diesen Wunsch zu manifestieren, dann kann sich dein Leben in ein paar Monaten oder in einem Jahr dramatisch verändern. Zum Guten verändern.
Du atmest immer noch ganz ruhig und gleichmäßig. Spür, wie dein Körper sich immer mehr entspannt. Jetzt erinnere dich mal kurz, warum du hier bist. Warum möchtest du diesen Wunsch manifestieren? Jetzt atme nochmal tief durch und lass dich noch ein bisschen tiefer hineinsinken in diese Entspannung. Atme ganz langsam und gleichmäßig durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. All deine Muskeln entspannen sich. Spür deinen Körper, wie du hier sitzt, und spür die Energie der Umgebung um dich herum. Spür die Fläche, auf der du sitzt, unter dir. Und jetzt spür, wie dein Körper auf dieser Fläche sitzt. Spür die Schwerkraft, die dich hier hält. Spür, wie du verbunden bist mit dieser Fläche, wie sie dir Halt gibt. Jetzt spür den Stoff von deiner Kleidung auf deiner Haut. Und spür die Luft an deiner Haut, dort, wo sie nicht von Kleidung bedeckt ist. Gibt es noch andere Sinneseindrücke, die du gerade wahrnimmst? An welchen Stellen ist dein Körper noch angespannt? Versuch diese Stellen eine nach der anderen zu spüren und deine Muskeln dann bewusst zu entspannen. Und jetzt merkst du, wie sich langsam eine tiefe Entspannung in deinem Körper ausbreitet. Lass mal deine Aufmerksamkeit in verschiedene Bereiche deines Körpers wandern. Und dann lass ganz bewusst alle Anspannung aus diesen Körperteilen weichen.
atme ganz ruhig und gleichmäßig. Finde deinen eigenen Rhythmus. Bleib bei deiner Atmung. Lass dich ganz hineinsinken in diese Entspannung. Dein Körper und deine Gedanken kommen langsam zur Ruhe. Und falls du merkst, dass du gedanklich abdriftest, bring deine Aufmerksamkeit einfach wieder zurück zu deiner Atmung. Beim Meditieren kommen eigentlich immer Gedanken auf. Das ist ganz normal. Und das mit den Gedanken ist wie eine Übung, wie ein Spiel. Man ertappt sich selbst dabei, wie man über etwas nachdenkt und lässt den Gedanken dann einfach bewusst wieder fallen. Beobachte einfach nur deine Atmung. Wenn dein Körper und dein Geist vollkommen entspannt sind, wenn sich dein Unterbewusstsein sicher fühlt, dann haben Wünsche, neue Ideen und Möglichkeiten eine Chance, an die Oberfläche zu kommen. Nur wenn du entspannt bist, kannst du ganz du selbst sein und auch herausfinden, was du wirklich möchtest. Als nächstes werden wir dein Ziel, deinen Wunsch in einer Visualisierung greifbar machen. Es macht nichts, wenn du noch nicht genau weißt, was du dir vorstellen sollst. Hier geht es eher darum, erste Schritte zu machen, Fragmente zusammenzusetzen und deinem Unterbewusstsein zu zeigen, wie dein Leben aussehen könnte, wenn dieser Wunsch wirklich Realität geworden ist. Du hast jedes Recht, dass dieser Wunsch für dich wahr wird. Du hast im Leben schon so viel durchgemacht, wurdest enttäuscht. Und jetzt ist es an der Zeit, dass du endlich vom Leben das einforderst, was dich glücklich macht. Dabei geht es um Fantasie, um Mut, Hoffnung
und vor allem um Zuversicht. Viele Menschen, die großartige Dinge zustande gebracht haben, hatten vorher ein ziemlich hartes Leben. Unzufriedenheit kann ein großer Antrieb sein, eine Kraft entfesseln. Weil wenn du ein anderes Leben haben willst, dann musst du deine Komfortzone verlassen und was Neues wagen. Wenn du nichts änderst, dann bleibt alles, wie es ist. Vielleicht sieht es im Moment nicht so aus, als wäre dieses Ziel für dich erreichbar, aber das macht gar nichts. Irgendwo muss man ja anfangen. Beim Gesetz der Anziehung geht es vor allem um Zuversicht. Vertrau dem Universum, dass es dir den Weg zeigen wird, dass es dir den Weg frei machen wird. Es geht jetzt erstmal darum, ganz kleine Schritte in die richtige Richtung zu machen und dem Universum zu zeigen, dass du es ernst meinst, dass du diesen Wunsch wirklich manifestieren willst. Und nur weil in der Vergangenheit für dich nicht immer alles so gelaufen ist, wie du dachtest, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist. Vergiss das, was mal war. Hier geht es um deine Zukunft. Du schreibst deine Zukunft. Du schreibst deine Geschichte. Und du bekommst das, was du bestellst. Du bekommst das, was du erwartest. Vor deinem geistigen Auge stell dir vor, wie dein Leben aussehen wird, wenn dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Stell dir vor, du bist in dieser Zukunft und du lebst dieses Leben. Wo bist du und was machst du gerade? Wer ist bei dir? Du siehst deine Zukunft ganz klar in Szenen vor deinem geistigen Auge. Oder wenn du nicht so visuell veranlagt bist, dann mach vielleicht eine Art Beschreibung oder Auflistung der Dinge, die zu deiner Zukunft gehören.
Dein Körper kann nicht unterscheiden zwischen einem echten Erlebnis und einer Vorstellung. Die körperlichen Reaktionen sind die gleichen. Also führe deinen Körper jetzt in diese Zukunft. Stell dir vor, diese Zukunft ist jetzt deine Realität und du lebst jetzt dieses wundervolle Leben. Wie sieht ein Tag in diesem neuen Leben für dich aus? Schau dich um, nimm jedes kleine Detail wahr. Alles, was dir auffällt. Spürst du dieses Kribbeln in deinem Körper, wie eine Welle von Gefühlen? Wie fühlt sich diese Zukunft an? Wie fühlst du dich hier? Wie ist deine allgemeine Stimmung hier in dieser Zukunft? Und welche Gefühle sind hier viel ausgeprägter? Fühl deine ideale Zukunft und saug diese Gefühle in dich auf, mit jeder Zelle deines Körpers. Dein Körper wird sich an diese Gefühle erinnern. Jetzt lass die Visualisierung mal kurz beiseite auf dem Weg in diese Zukunft. Könntest du dir da eventuell selbst im Weg stehen? Kommen dir Dinge in den Sinn, an denen du vielleicht scheitern könntest? Natürlich kommen beim Manifestieren auch Zweifel auf. Das ist dein Unterbewusstsein, das dich zurück in die Komfortzone schicken will. Das ist ein Urinstinkt. Unser Unterbewusstsein will, dass alles so bleibt, wie es ist, weil das Bekannte bedeutet Sicherheit.
Aber beim Manifestieren musst du diesen Instinkt überwinden. Weil das Leben deiner Träume beginnt jenseits von dem, was dir bekannt ist. Jenseits von deiner Komfortzone. Zweifel sind meist alte Glaubensmuster. Wir reden uns ein, dass es nicht geht. Aber was wäre, wenn das gar nicht stimmt? Was wäre, wenn es möglich ist? Was wäre, wenn du das Zeug dazu hast? Was wäre, wenn diese Zukunft deine Bestimmung ist? Du brauchst einfach nur ein paar neue Glaubenssätze. Woran musst du glauben, damit diese Zukunft für dich wahr werden kann? Was musst du tief in deinem Inneren glauben? Du hast diese Zukunft selbst gesehen und das bedeutet, sie existiert bereits. Die Version von dir, die mutig ist, die weiß, was sie will. Diese Version von dir, die Berge versetzt, die gibt es. Und so willst du sein, oder? Diese Version von dir gibt es. Sie steckt in dir. Du hast sie gesehen. Du musst sie nur rauslassen. Du musst dir nur erlauben, so zu sein. Du musst dir nur erlauben, diese Version von dir zu werden. Jetzt formulier mal ein oder zwei neue Glaubenssätze, die dir helfen, an dich zu glauben. Was glaubt diese neue Version von dir? Was denkt diese neue Version von dir über sich selbst? Wie lautet dein neuer Glaubenssatz? Ich bin... Jetzt überleg mal, was du brauchst, um diesen Wunsch wahr werden zu lassen. Um diese Zukunft in deine Realität zu holen. Oder um zumindest deine Chancen zu erhöhen, dorthin zu kommen.
Der Weg in diese Zukunft ist natürlich obskur und total unklar. Aber das macht nichts. Genau das ist ja der Trick. Du musst gar nicht wissen, wie genau du diesen Wunsch wahr machen kannst. Du musst dich nur ganz langsam in die richtige Richtung bewegen und glauben, dass es irgendwie möglich ist. Du musst deine Komfortzone verlassen und kleine Schritte in Richtung deines Ziels machen. Und wenn das zu schwierig ist, dann mach die Schritte noch kleiner. Aber du musst dich bewegen. Manchmal mehr und manchmal weniger. Aber du musst dich jeden Tag bewegen. Und dann werden auf einmal Dinge passieren. Es werden sich Türen öffnen und Wege auftun, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Der Weg entsteht beim Gehen. Und so funktioniert das Gesetz der Anziehung. Dein Wunsch kann wahr werden. Dieses Leben ist absolut möglich für dich, aber du musst dich bewegen. Was kannst du heute tun, um dich ein kleines bisschen an diese Zukunft anzunähern? Welche kleinen Schritte kannst du diese Woche noch gehen? Vor deinem geistigen Auge stell dir vor, wie du diese Dinge tust. Sieh dich selbst. Beobachte dich, wie du diese Dinge umsetzt. Jetzt atme mal tief durch. Und dann atme weiter, ganz ruhig und gleichmäßig. Und jetzt erinnere dich nochmal, wie sich diese Zukunft anfühlen wird. Erinnere dich, wie dein Leben sein wird, wenn du diesen Wunsch manifestiert hast. An dieses Gefühl musst du dich halten. Manifestieren braucht Zeit und Geduld. Wenn du einen Durchhänger hast, dann erinnere dich immer an dieses Gefühl, an diese Leichtigkeit, an diese Zufriedenheit, die in der Zukunft auf dich wartet.
und das Waden lohnt sich. Du hast dieses Leben verdient. Du hast es verdient, glücklich zu sein und all das zu bekommen, was du dir wünschst. Und du weißt, in welche Richtung du dich bewegen musst. Es liegt nur an dir. Dein Wunsch kann Realität werden. Das ist eine mögliche Zukunft für dich. Du musst dich nur entscheiden. Du musst dich nur darauf einlassen, die Dinge anders angehen. Halte immer Ausschau nach neuen Ideen, neuen Wegen und neuen Möglichkeiten, die du bisher gar nicht in Betracht gezogen hast. Wenn unsere Träume wahr werden, dann passiert das meistens ganz anders, als wir erwarten. Und wahrscheinlich ist dieses Leben gar nicht so weit entfernt, wie du denkst. Wenn die Dinge erstmal in Bewegung kommen, dann kann nämlich alles auf einmal ganz schnell gehen. Richte dich aus auf dieses wundervolle Leben, das in der Zukunft auf dich wartet. Fokussiere dich auf das, was du haben willst, auf das Positive. Und erinnere dich immer daran, wie sich diese Zukunft anfühlt. In deinem Leben manifestiert sich immer das, was du glaubst, das, worauf du dich fokussierst. Glaub an dich, du kannst es schaffen. Weil Glaube kann tatsächlich Berge versetzen. Jetzt atme mal tief durch und spür deinen Körper. Spür, wie du hier sitzt, das Zimmer um dich herum. Und dann streck dich ein bisschen. Und wenn du soweit bist, dann öffne langsam deine Augen. Falls dir diese Meditation gefallen hat, dann probier unbedingt auch mal meine anderen Meditationen zum Manifestieren aus. Und abonniere unbedingt meinen Kanal. Ich veröffentliche hier regelmäßig neue Meditationen, die dir helfen, dein Leben besser zu machen.